Herzlich willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword mit den wundervollen Aldi-Brüdern. Wir sind zurück und... Ich speichere mal zwischen. Ja. Kann ja nicht schaden. So, wir brauchen Wasser. Wasser! Marsch! Also gehen wir am besten in irgendwie den nächstbesten Aldi-Markt und holen uns da Wasser. Hier gibt's irgendwie so gar nichts. Kannst du nicht an den Fenstern dich so festhaken, so... Ich glaube nicht, nein. Oder? Die sind auch... Nee, geht nicht. Schade. Aber hier ist ja kein Fenster. Dann komme ich hier weiter. Und John, dann... stellen wir fest, dass da vorne ein wunderbarer Gegner ist. Wow. Oh mein Gott, das ist der mit dem Schwanz. Statt der greift jetzt an. Naja, dann greife ich halt an. Tschüss. Ja, ich glaube, dem geht's gut. Ja, ich glaube auch. Oh, dann geht's nach hier. Eine Wasserpistole. Und dann aktivieren wir noch das hier. Toll, oder? Ist das Spiel nicht logisch? Total. Ah, das zögert alles da noch. Da kannst du buddeln. Du kannst buddeln. Und so. Ja, toll. Ganz viel Geld. 4 Rubin. 5, oder? 4. 5. 4. 5. 4. Hier gibt's Bomben. Nehme ich mal welche 4. Mit. 5. 4. Okay, dann 4. Wir können gern nachher nachgucken. Nee. Ich habe gerade auf die Rubinenanzeige geguckt. Siehst du. Ja, es waren nur 4. Aber es sahen aus wie 5. Sowas reicht an Bomben. Sind nämlich jetzt die ganzen Bomben, die ich vorhin verschwendet habe, die sind jetzt alle wieder wettgemacht. Na dann geht's ja noch, ne? Ja. So, jetzt zerschnetzeln wir dich mal. Gehst viel schneller. Es ging echt schneller. Also, hier gibt's doch Wasser. Hey, was machst du hier? Ach, du hier? Suchst du immer noch nach deiner Freundin? Was ich hier mache? Ich suche natürlich nach einem Schatz, ist doch klar. Jetzt habe ich aber noch nichts gefunden. Hast du vielleicht eine Idee? Ich sage nichts, denn ich weiß auch nichts. Was sagst du da? Ich dachte, wir wären Freunde. Komm schon, sag's mir. Was? Die Flammen versperren dir den Weg? Dann gib doch Wasser drauf. Du brauchst ganz viel Wasser dafür? So ist es also. Dann reicht das hier wohl nicht, verstehe. Das Wasser hier stammt aus dem Floriasee. Der ist ziemlich weit weg. Ein Kumpel von mir war im Wald von Fyron auf Schatzsuche und ist dort über den Wasserweg hierher zurückgekehrt. Sagt er zumindest. Wir haben ja wirklich einen Mogmaler getroffen, ne? Ja. Ja. Mit dem Wasser aus dem See lässt sich dein Problem ja vielleicht lösen. Dann buddel uns ein Loch. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich empfehle, den Worten des Mogmals zu folgen und zum Floriasee zu gehen. Was den Transport des Wassers angeht, vielleicht solltest du dich an den Wasserdrachen wenden. Mit dem Wasserbehälter, in dem er sich von seiner Verletzung erholt hat, sollte es möglich sein, das Wasser zu transportieren. Soll ich die frühere Information verarbeiten und das Gefäß als Ziel für die Aurasuche festlegen? Ja, mach mal. Sehr wohl, Gebieter. Das Gefäß, in dem sich der Wasserdrache aufhielt, wurde als Ziel für die Aurasuche festgelegt. Tada! Cool. Ah, Magmarinenkäfer. Haben wir. So. Dann. Ja, das wird jetzt hier alles so ein bisschen in die Länge gezogen. Wir müssen jetzt zurück zum Wasserdrachen. Das ist doch voll, das ist doch gar nicht hier. Das eben ist irgendwo drum. In Buxtehude. In Buxtehude, genau. In Buxtehude ist das. Also auf jeden Fall ist das relativ weit weg und der Abschnitt hier ist ja nicht groß, wie man gerade gesehen hat. Aber so wird halt noch, und wir stehen quasi auch direkt vom Tempel, aber so wird das Ganze halt nochmal ein bisschen in die Länge gezogen, ich weiß auch nicht, anstatt dass die sich einfach haben ein größeres Gebiet einfallen lassen. Nö, gehen wir nochmal zurück nach Fyron. Macht ja auch Spaß, ne? Oh ja, ist wunderschön da, also. Ist toll da, ne? Oh ja. Tolle Atmosphäre. So. Die gute Nachricht daran ist, ich glaube, wir brauchen jetzt keine leere Flasche mehr. Das lasse ich da mal alles liegen. Ja, das ist. Das heißt, wir können mal zurück in den Wolkenhort gehen und uns, was willst du da? Flasche auffüllen? Oder sollen wir das sein lassen? Welche Flasche? Die leere Flasche. Was willst du damit machen? Was willst du damit machen? Ja, willst du da nicht was reinhaben?
Nein. Okay, dann nicht. Dennis hat entschieden, wir gehen direkt nach Fire. So, und wir gammeln immer weiter und hören diesen wunderschönen Musikorchester zu, was uns da die Ohren für ludelt. Das ist eigentlich eine sehr schöne Musik. Besonders schön finde ich, dass die da auch wirklich mal ein Orchester haben spielen lassen. Ich finde die Monster Hunter Musik schön. Das Lied, was immer kommt. Das Lied, was immer kommt, ja. Diese Standard Monster Hunter Musik. So. Wir müssen zum Wasser. Ach, gehen wir mal zum Wasserfall. Ich meine, hier kriegen wir jetzt auch noch. Irgendeine Kleinigkeit können wir uns hier auch noch holen. Rechts, rechts, rechts. Käfer schon. Ey, hier geblieben. Ey. Ey, Grille. Grille, Rapier. Grille. So, haben wir dich. Die Firon-Hüpfer. Die Firon-Hüpfer, ja, ist klar. So. Könnten wir da das? Rechts nicht noch Musik spielen? Nee, ich meine nicht. Aber ich kann hier hoch. Oh, das war noch ein schönes Gebiet. Schön groß. Schöne Musik. Schön einfach. Schöne Untermalung. Schön grün. Schön einfach. Quadratisch, praktisch, gut. Die und Artefakte der Göttin. Jetzt neu bei Aldi. Für nur 9,99 Euro. So, das ist jetzt gut. Und ey, da hinten ist ja noch was. Ein Dungeon, ne, ein goldener Rubin. Ja, aber ebenso liegt er da rum. Aber naja, ich meine, den findet auch nicht jeder. Dafür müsste man ja theoretisch, entweder man schaut sich nur mit dem Käfer die ganze Zeit um, oder man, kommt nach da oben zum Artefakt. Da ist der Wasserdrache. Ach, das war der, der in seiner Dose so klein aussah. Ja, ja. Der war voll. Von dem du total enttäuscht warst, der aber eigentlich relativ episch war. Der sah so voll klein aus. Und dann, was ist so ein Wasserdrache? So ein. Übrigens, den hast du gesprochen, oder? So ein Kadeus. Sieh an, das Menschenkind. Hast du gelernt, die Kraft deines Schwerts zu nutzen? Ja, geht, wa? Hey, du möchtest dir meinen Wasserwelt allein. Nun gut. Meine Kraft ist zurück. Ich werde ihn wohl so schnell nicht wieder benötigen. Mach damit, was du willst. Endlich ein neues Klo! Soll ich den Roboter rufen, um den Wasserbehälter zu transportieren? Nein. Den kann ich nicht leiden. Gebieter. Mit Verlaub, du darfst dich nicht von deinen Gefühlen beeinflussen lassen. Ich rufe ihn. Halt's Maul, Bitch! Boah, jetzt hat die den gerufen, die blöde Kumane. Ich kann den nicht leiden. Ey, die nimmt auch nicht Rücksicht auf uns, ne? Können wir die nicht einfach wegklatschen, so? Puh. Ja, hallo. Verehrter Fei, ich bin so schnell gekommen, wie ich nur konnte. Er ist gekommen. Oh, Mann. Oh, das ist aber klein, aber ein Problem für mich. Hey, grüner Wicht, sieh zu und lerne. Ich warte damit dann wie immer am Himmel mit meinem großen, dicken, langen. Da kannst du lange warten, Kumpel. Ja, weil wir nicht mehr zurück in den Himmel gehen. Ja. Wir setzen uns hier zur Ruhe. Gebieter, lass uns ins Wolkenmeer zurückkehren und von dort zum Vulkan fliegen. Ja, verpisst du dich mal wieder in mein Schwert? Hier war ich ein Drache. Boah, der langen Schwanz. Ja, davon träumst du nach. Sag mal, oder? Kommt das Wasser eigentlich unten wieder raus, weil der durch den seinen ganzen Körper fließt Wasser. Und das fließt immer weiter runter, runter, runter. Ach so, du meinst diese blaue Zeug da. Ja, was die Wasserflüssigkeit, die Kühlflüssigkeit. Die Kühlflüssigkeit. Der braucht Kühlflüssigkeit. Wer weiß, wie mechanisch das Teil ist. Wer weiß. Speichern und beenden. Nein, niemals. Nein. Ich bin dein Vater. Nein, niemals. Sie ist deine Schwester. Ja, irgendwie sowas hatte ich mir schon gedacht. So. Ah ja, stimmt, jetzt kommt ja auch noch eine Aktion, die das Ganze wieder ein bisschen in die Länge zieht. Der kackt jetzt ab, der Roboter.
Und dann lässt das Teil fallen. das wäre gut. Irgendwie. Nee, ganz so ist es nicht. Nee, schade. Alter, ist der schnell mit dem Teil. Ja. Und der ist voll aerodynamisch, ne? Mit so einer Kugel am Bein. Ja. Das muss man dem Typen schon lassen. Wie die Goldkugel von Enel. Ah, ja, ja, ja. Weißt du noch? Ich weiß es noch. Ah, ich bin bis 295 gekommen und da habe ich nicht mehr weitergeguckt. Oh, das ist der Eingang. Nee, halt, das war dein Text, oder? Oh, das ist der Eingang zum Vulkan. Ich bin bestimmt schneller am Ziel als du. Schleichender grüner Wicht. Ich bin bis Folge 400 irgendwas gekommen. Ich will aber weitergucken. Ich will wissen, wie es zu Ende geht. Das hat noch kein Ende. Ich weiß, aber trotzdem, ich habe irgendwie voll Bock weiterzugucken. Obwohl ich irgendwie gar nicht die Zeit dazu habe. Das war da voll chillig, so ein Part nach dem anderen. Zack, ich habe da aufgehört, als Ace gestorben ist. Da habe ich mir gedacht, nee, guckst du nicht weiter. Ja. Also ihr wisst, worüber wir labern, ne? Wir labern über... Die wissen das, dass... Wisst ihr das? Ja. Seid ihr wirklich sicher? Dein Text. Wie? Hier ist es... Gut, ich hatte schon fast keine Kraft mehr. Haha, Loser. Was? Auf den Gipfel? Sag das doch gleich. Jetzt muss ich mit dem schweren Ding noch einmal losfliegen. Tja. Ah, das ist und jetzt gut. Wieder. Hier. Oh ja, das ist super, yo. Zelda Strike Sword. Das ist voller Monster. Nicht, dass ich etwa vom Monster Angst hätte. Nein. Aber im Augenblick trage ich ja noch diesen schweren Meldner. Auf geht's, grüner Wicht. Jetzt zeige ich dir mal, was ein echter Transportroboter ist. Pass auf mich auf. Ja, ich folge dir unauffällig. Jo, das fällt doch gar nicht auf. Rette die Geisel. Und pass bloß auf mit dem kleineren Ungeheuer-Dingens da, ne? Weißt du schon, ne? So. Du brauchst deinen Bogen. Ja. Auf jeden Fall. Du musst auf den Gipfel. Mann, ey, ich... Nein, falsch. Nein! Er failt schon bei den Tasten. Nichts. B gedrückt halten. Und dann holst du einen Bogen. Ja, so, und dann musst du die ganzen Camper weg. Ich drehe mich lieber im Kreis. Ja. Okay, wo sind sie? Wo ist er? Wo ist er? Da! Sieht nicht gut um. Zentrieren weißt du noch, wie geht, oder? Runterdrücken, wenn du Headshot. Im Bogen bist. Yo. Mission cleared. Mission cleared. Hey, der geht sogar deinen klügeren Weg. Guter Dennis. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass du das nicht aus... Pfeile. Sammel die ein, die kannst du brauchen. Doch, ich wusste noch genau, wo ich hin muss. Du wusstest noch alles. Na, habe ich natürlich gedacht, yo. Ah, wo sind da so viele Gestalten? Mach etwas schnell! Wo? Ja, der Camper da! Hallo, der wird ihn abschießen! Boah! Da oben ist noch einer. Wo? Da oben. Warte, Bogen ziehen. Ich muss meinen Bogen ziehen. Nein, nicht die Bomben. Bogen! Bogen. So, jetzt rumdrehen. Zentrieren. Runterdrücken. Und dann den Camper da abknallen. Jo! Voll in die Eier. Aber wir schießen ja nur auf Beine. Genau. Schienbeine. Was? Steißbeine. Schlüsselbeine. Nasenbeine mit besonderer Vorliebe. Yo. Oh, das war ein schöner Headshot hier. Sehr gut. Ich meine, ich kann ja keine Ego-Shooter. Ich weiß nicht. Nein. Ich verliere da immer. Doch, ich. Boah, ich hab immer so Bock auf Counter-Strike. Ich auch, aber verliere trotzdem immer. Ich bin da einfach schlecht drin, ja. Mein Bruder will jetzt unbedingt, dass ich zu Medimax fahre und dem das kaufe, ja. Was? Counter-Strike? Ja, ja. Das kauft man doch nicht bei Medimax. Obwohl, warte, ich glaube, es ist ein neues raus, oder? Es soll eins für. Der braucht mehrere Schüsse. Noch der linke Nippel. Und jetzt ja, der fällt, oder? Nee, noch nicht. Stimmt, unser Bogen ist ja nicht so stark. Ist ja nur ein kleiner Holzbogen. Zeig mir den Köpfchen. Ich
glaube, der braucht 5 Treffer, kann das sein? Voll. Und der Timer ist abgelaufen. Mann! Okay, schon da. Okay, sehr gut. Im nächsten Part werden wir weiter die Geisel retten. Also, bis dann. Und badaboom.